Bundesliga.bundo.de. Was geht ab, Leute? Willkommen im Unboxing-Studio. Heute habe ich wieder was Cooles für euch. Und zwar die World of Warcraft Battle for Azeroth Collector's Edition. Die habe ich jetzt bekommen von Amazon. Und da bin ich natürlich sehr froh drüber, weil wer mich kennt, ich bin ein großer World of Warcraft-Fan. Übrigens, wer mich noch nicht kennt, ich bin der Voodoo.de und ich zocke für euch immer die neuesten und besten PC-Spiele und pack auch für euch Nerdzeug und PC-Hardware aus. Also wer mich abonniert, der tut das nicht umsonst. Ich zocke allerdings auch Virtual Reality-Spiele auf meinem anderen Kanal. Den könnt ihr unter diesem Video finden. Der heißt Voodoo.de VR. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Jetzt schauen wir aber hier mal rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auch noch nirgendwo gespoilert. Ich habe mir noch nichts angeguckt im Internet. Und deswegen weiß ich nicht, wie das aussieht und was da drin ist. Ich habe es einfach bestellt, wie ich es immer tue. Sorry, Leute. Ich mache immer komische Geräusche, wenn ich coole Sachen auspacke. Oh, yes. Tschüss. Ist der geil oder ist der geil? Messer mal zusammenfahren. Ja, der ist doch cool wieder. Ich freue mich schon jetzt wieder höllisch drauf. Hammer. So, wir gucken mal. Was haben wir denn hier Schönes? Epische Spiele. Das ultimative Erlebnis von Battle for Azeroth. Aha, schalten Sie andere Blizzard-Spiele. World of Warcraft. Ein Reittier kriege ich. Seefester Hengst für... Was? Ach, ein seefester Hengst. Meine, das muss man auch erstmal richtig aussprechen. Also ein Hengst, der seefest ist. Der, ernsthaft? Haustier. Ein Turtle. Der Baby Tortolana. Und bei Overwatch kriege ich Sprüche, Emotes, Spieler-Icons, Sprays. Bei Hearthstone kriege ich einen Kartenrücken, Azeroth Brand. Heroes of the Storm, ein Reittier und bei StarCraft kriege ich Allianz und Horde Sprays. Sehr schön. Was haben wir hier? Den Key natürlich, ein Buch. Sehr schön, ein Wendebuch, ein doppelseitiges Fraktionswappen. Oh, und einen digitalen Soundtrack. Na, da bin ich doch mal gespannt. Das geht natürlich wieder wie immer hier nach oben auf. Das kennen wir ja schon aus den anderen Collectors Editions. Oh, es ist jedes Mal so schön. Ich liebe es, Sachen auszupacken. Vor allem liebe ich es, so geile Sachen auszupacken. Tschüss. Den brauchen wir nicht. Weil das kommt natürlich dann so ins Regal. Boah, der, ist das da geil, oder? So, Achtung. So. Oh. Oh, ho, ho. Schaut euch das mal an. Der ist doch schön. Sehr, sehr schön. Den gucken wir uns direkt mal an. Den mache ich natürlich auch auf. Vorsichtig. Immer schön vorsichtig. Klagelied. Ah, cool, das ist... Was habe ich da gelesen? Das ist tatsächlich ein richtiges Buch. Wie cool. Geil. Das, normalerweise ist auch immer so ein Artbook dabei, aber das ist natürlich richtig geil, oder? In Reinheit werden alle Dinge geboren. Der älteste Baum war einst ein zarter Schössling. Und selbst die Sterne waren jung. O Herrin Elun, weint süße Tränen bei dem Gedanken an die Unschuld, die wir einst die unsere nannten. Geil. Das pfeife ich mir rein. Und hier ist halt, wie gesagt, das Wendebuch. Das können wir halt auch von hier aufmachen. Für die Horde. Sehr cool. So, hier ist noch ein bisschen... Oh, geil. Wow. Ah, das ist aus massivem...
Oh. Kann ich das irgendwie demonstrieren? Ach so, hier ist das Mikrofon, ich Vollidiot. Das ist sehr, sehr massiv und sehr, sehr schwer. Geil. Für die Horde. Für die Allianz. Wow. Der sieht richtig cool aus. Ernsthaft. Der kriegt den Ehrenplatz bei mir. Wow. Vor allem richtig massiv. So muss das sein. Kein billiger Plastikkram. Sehr cool. Wow. Und hier ist natürlich dann, was haben wir denn hier alles noch? Da ist noch irgendwas anderes. Gratis spielen. Ja. Was ist das? Da ist gar keine CD mehr dabei, ne? Fällt mir gerade auf. Das ist jetzt wirklich vorbei. Ha, man kann es nur noch runterladen. Jetzt muss ich gerade gucken. Oh, hier ist der Key, den zeige ich euch natürlich nicht. Hier ist ein Soundtrack-Key und der Game-Key, mit dem wir das halt dann einlösen können. Den zeige ich euch nicht. Ich kann euch nur so zeigen, wie das aussieht. Wow. I love it. Also für mich ist halt WoW nach wie vor das beste PC-Spiel, was jemals rauskam, was ich am längsten gezockt hat. Zusammen mit Dungeon Keeper. Also, das sind meine beiden Lieblingsspiele. Jetzt weiß ich nicht, was. Ach, das ist ein Ständer für das Wappen, oder? Das kann gut sein. Krass. Guck mal. Made in China. Natürlich. Gucken wir uns doch direkt auch mal an. Wie läuft das hier? So. So. Ah, hier, ne? Hä? Ah ja. Okay, so und so. Das kommt dann wahrscheinlich. Oh, Junge, Junge. Ist der geil. Wow, also top. So, so und nicht anders. Das ist richtig cool. Also, wir haben gesehen, ein richtig schönes Wappen mit einem Standfuß und ein Buch. Ein Wendebuch, was wir von beiden Seiten lesen können. Sehr, sehr cool gemacht. Zusätzlich natürlich zu der richtig coolen Packung, die wir jetzt haben. Also das ist natürlich richtig geil. Ja, Leute, natürlich gibt es bei mir ab jetzt auch Gameplays zu Battle for Azeroth. Natürlich jetzt nicht täglich, weil ihr wisst, ich habe einen sehr großen VR-Kanal halt, der meine hauptsächliche Zeit in Anspruch nimmt, aber ich werde regelmäßig World of Warcraft Battle for Azeroth jetzt zocken für euch. Heute schon. Heute gibt es das erste Gameplay und dann schauen wir mal. Ich werde hin und wieder eine Folge aufnehmen. Ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, dass euch auch das Unboxing gefallen hat. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, vergesst das Abo nicht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei World of Warcraft. Und jetzt würde ich von euch gerne noch wissen, unter dem Video für die Horde oder für die Allianz. Haut rein. Ciao. Voodoo.de